Der erste Redner ist jetzt Andreas Kollross von der SPÖ. Wir werden den Sammelbericht des Petitionsausschusses nicht zustimmen, weil wir die Praktiken der beiden Regierungsparteien einfach nicht mehr akzeptieren wollen, nämlich dass sie nicht bereit sind, mit den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sie ernsthaft auseinanderzusetzen, sondern es werden zwar kurzfristig Stellungnahmen eingeholt, aber dann, wenn es darum ginge, das auch in Form von Gesetzen in den zuständigen Ausschüssen, Fachausschüssen zu diskutieren, dann sind beide Regierungsparteien nicht mehr dazu bereit, dann wird das einfach zur Kenntnis genommen. Und es ist nicht unser Verständnis, wie man mit Bürgeranliegen umgeht. Und deshalb werden wir diesem Sammelbericht nicht zustimmen. Ich möchte aber konkret auf einen Sammelbericht, auf eine Petition eingehen, weil das, glaube ich, ganz stark verdeutlicht, wie man hier mit den Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern umgeht. Und zwar geht es um das Schwemmholz im Bereich der Gemeinde Ebensee, die aber nur symbolisch ist für viele andere Gemeinden. Da gibt es eben die Bundesforste, den der See kehrt, den der Wald kehrt, aber dann gibt es das Schwemmholz und das wird in die Gemeinde, das kommt in die Gemeinde und niemand fühlt sich dafür verantwortlich, das wegzuräumen. Dann muss jetzt die Gemeinde wegräumen, was bedeutet, dass sie jedes Jahr bis zu 100.000 Euro aus dem eigenen Budget zur Verfügung stellen müssen. Alle Stellungnahmen, die hier eingegangen sind im Petitionsausschuss, sagen, es braucht eine gesetzliche Veränderung. Das ist nicht akzeptabel, wie das momentan praktiziert wird. Die Volksanwaltschaft, der Gemeindebund, der Städtebund, alle Bundesländer, das Land Oberösterreich hat sogar einen einstimmigen Landtagsbeschluss gefasst, wo sie die Bundesregierung auffordern, hier eine gesetzliche Änderung zu machen. Und was machen die beiden Regierungsparteien? Sie wissen es natürlich besser, lehnen es ab, sind nicht bereit, es in den Umweltausschuss zu verlagern, damit dort darüber diskutiert wird, wie eine gesetzliche Veränderung stattfinden kann. Und dann kommt noch was Zweites hinzu, das möchte ich hier auch noch ganz bewusst erwähnen, weil die beiden Regierungsparteien, vor allen Dingen die ÖVP, ja immer vorgaukelt, dass sie sich eh engagieren. Und auch bei diesem Thema war ich heute sehr überrascht, dass ich die oberösterreichischen Nachrichten gelesen habe und bei der Kollegin Zopf wahrgenommen habe, die aus dem Salzkammergut kommt, dass sie sich dafür einsetzen wird. Liebe Frau Kollegin, bitte bei der eigenen Fraktion einsetzen. Ich habe heute einen Antrag in den Umweltausschuss eingebracht. Sie brauchen nur mehr Ihre Kolleginnen und Kollegen davon überzeugen, dass Sie diesen Antrag zustimmen und diese Sachlage ist geregelt. Also bitte nicht vor Ort vorgaukeln, dass man eh bei den Interessen der Bürgerinnen und Bürger ist und hier herinnen, wo man es wirklich entscheiden kann, dann auf einmal nichts mehr davon wissen wollen. In diesem Sinne würde mich freuen, wenn der Petitions- und Bürgerinneninitiativenausschuss ein bisschen mehr Engagement von den Regierungsparteien erhält, damit Bürgerinnen und Bürgeranliegen auch wirklich Gehör finden hier im Haus. Andreas Kollross von der SPÖ spricht über das Thema Entsorgung von Schwemm- und Treibholz. Dieses müsse derzeit von den Gemeinden weggeräumt werden. Alle beteiligten Gruppen würden sich aber für eine gesetzliche Änderung aussprechen. Aber eine Neuregelung werde, so Kollross, von den Regierungsfraktionen blockiert.